Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online in der nächsten Folge. Bevor wir uns gleich an das Geschwätz, die Rückkehr des Drehkörpers machen, haben wir hier noch eine kleine Begegnung mit dem wahren Weg. Auf 49 kämpfe ich gerade, okay. Können wir schon mal testen, ob unser Schild jetzt besser ist. Schild, ja, muss man nach. Da muss man eindeutig nachhauen. Okay. Die Hülle ist immer noch extrem runter. Ich glaube, da höhere Genauigkeit. Ah, das ist immer noch. Okay.
man doch ganz schön was zu tun. Also ist... Ja, es ist ja im Grunde genommen ein Zerstörer. Also eigentlich auch eher so ein bisschen Eskorte als Kreuzer, auch wenn das hier ein bisschen anders gelegt wird. Aber okay, gut. Dann gehen wir hier raus. Sind wieder auf Level 42 und bringen jetzt mal den Drehkörper zurück. Weil das ist ja die eigentliche Aufgabe hier. Und dem wollen wir ja dann schon noch nachkommen. Wir beginnen das Geschwätz. Aber erstmal laden wir natürlich erstmal eine halbe Stunde, das ist klar, gehört dazu. Und dann müssen wir mal gucken, ich weiß immer noch nicht, also so hundertprozentig bin ich mit dem Schild etc. alles noch nicht so zufrieden. Aber gut, vielleicht erwarte ich einfach auch zu viel. Vielleicht erwarte ich auch, dass es so stark ist, wie es zwischen T1 und T10 war. Da war es ja quasi fast unverwundbar. Das kann es hier natürlich auch nicht sein. So, wir sind in Bajor. I am Golmutak of the Krieger, Adjutant General to Gol Kardec. Hallo? Sind Sie verrückt? Wir befinden uns im Orbit von Bajor. Wir können Schiffe einfordern. Rufen Sie Deep Space Nine. Wir brauchen mal wieder deine Hilfe. Okay, sie scheint irgendwie... Na gut, dann müssen wir... Entschuldigung, der Feind. Es sei denn, es kommen noch mehr. Good. You're still in one piece. Let's teach these Cardies a lesson. Och, das ist kein Alpha, das macht mir einfach Freude. So, dann gucken wir mal, wo kommen die nächsten? Da kommen die nächsten. Ein Krieger. Mhm. Heißt der so oder haben sie da das I vergessen? Das E vergessen. Werden wir gleich feststellen. Der haut mich aber ganz schön. Na klar. Dann bringe ich mal den rechtmäßig erworbenen Drehkörper zurück. Aber wie ist das? Wenn man etwas stiehlt, was gestohlen ist, ist es dann kein Diebstahl? Ich weiß es nicht. So. Wo müssen wir denn hier hin? Wir müssen dahinter. Ernsthaft? Na dann. Auch schön sieht's hier aus. It's nice. It's Bajor. Ja, wirklich. Wie so eine kleine Urlaubsidylle. Hallo. Oh, Badek Krinn. Hallo. Hello, may I help you? Ich habe hier so einen Drehkörper gefunden. Den wollte ich mal zurückbringen. Wonderful.
The prophet has smiled upon us this day. What was lost has been returned to us. Ja, so klingt Begeisterung. Okay. Den Drehkörper auf den Altar stellen. Das ist dann, glaube ich, nebenan. Auch eine komische Art. So. Da ist er wieder. Aber irgendwie dreht sich nur die Kamera, nicht der Körper. Oh, oh, ich habe reingeguckt. But the service desired. What does not belong cannot be returned. Hä? What has been returned does not belong. Aber doch, das ist doch ein Drehkörper. When we gaze in the mirror, we see our faces as others do, but reversed. Your task abides. You have recovered an orb. Now you must return it. Aber das habe ich doch gerade. Ich habe ihn doch gerade zurückgebracht. Oh oh, die spielen auf meine Vergangenheit an. Niemand weiß, dass ich nicht in dieses Jahrhundert gehöre. Okay. I would be honored to know what the prophet shared with you, if you are willing. Sometimes their visions can be very confusing. Die haben wohl gesagt, das ist nicht der Richtige und er muss woanders hin. But it is an orb of the prophets. Spiegeluniversum. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Spiegeluniversum. Hat das was mit Spiegelei zu tun? Oh Gott. Okay, das muss ich mir jetzt alles durchlesen. Spiegeluniversum mache ich jetzt aber nicht so genau. Okay. Okay, Spiegeluniversum, Anomalie, die dorthin zurückzubringen. Na dann. Auf geht's, Caroline Fischer, Fletcher. Beamen mit sie mich hoch und dann sind wir in den Badlands. Naja, noch nicht, aber gleich. Gleich haben wir die Badlands. Da sind wir. What is your status? Okay. Acknowledged. Keep comm lines open as long as possible. We have limited intelligence on the mirror universe. Wir haben nur wenig limited intelligence. Ja, das, ja. Eventually forming a new empire. Sich der Terran Empire has reoccupied Bajor. I believe this Captain Leta, war doch klar. The administrator of the Bajor sector. I am Gul Haneri of the Torn, chief tactical advisor to Gul'kan. Echt? Das ist alles, was ich gemacht habe? Na gut. Strahlung bombardieren. Und dann betreten wir das Portal und reisen das erste Mal ins Spiegeluniversum. Hallo. Oh, mein linker Daumen ist jetzt rechts. Naja, gut. Greetings. I am Oh. Oh, my God.
Mir doch, dass du das nicht ernst meinst. Und nun reisen wir nach Bajor. Ins Spiegeluniversums Bajor. Hoffe ich, glaube ich. Werden wir sehen. Nun denn, wo müssen wir hin? Genau dahin, wo wir eben auch schon waren. Gut. Oh je, das Wetter ist hier auch spiegelverkehrt. Gibt es den wahren Weg auf beiden Seiten? Ghoul Kardec was right. You are formidable, but pitifully predictable. Terran forces attack the invaders! I want them alive. Mhm. Ob wir das auch wollen? Müssen wir mal gucken. Wo sind die denn? Lauf mal, Mädel. Ich hab Besseres zu tun. Ich muss den Tempel erreichen. Wow, nette Hologramme. Da kommt die Verstärkung. Ach, du schon wieder. Wo ist denn Ghoul Kardec? Ach, da. Ich bin deaktiviert. Warum bin ich deaktiviert? Oh, ein This is not your affair. Wechselbalg. Was? Ein Wechselbalg. Der plötzlich wieder ganz ist, obwohl er es eben noch nicht war. Oh. Entschuldigung, das hat keiner gesehen.
kriegen wir den jetzt irgendwie mal noch hin. Ich glaube, der ist wieder weg, oder? Warte mal, Wechselbalg fangen? Geht das nicht? Ja, gefangener Formwandler, den kann ich doch irgendwie abgeben. Wenn ich mich recht irgendwie entsinne. Thank you. I feel much better. But a changeling? The orb of possibilities? Den Drehkämpfer der Möglichkeiten. Oh, keine Ursache, bitte. Gulpadex Pad Untersuchung. Das ist dann das, was hier so verräterisch leuchtet. I have run into some complications. Namely, some agents have interfered with my plans. They have stolen the Orb of Possibility. Okay, Devos-System. Na gut, dann stellen wir jetzt erstmal den Drehkörper hin. Das ist der Drehkörper und dann mal gucken, was die Propheten jetzt sagen. Wieder einmal. Most grateful. We had thought the orb lost forever. You have restored the balance. Ah, ich bin der große Gleichgewichter. Die Feinde liegen im Hinterbett, Hinterhalt, Hinterbett, bitte. But we shall restore the balance as you did. You have returned our orb. Now you must return. Gut. Und nun bin ich und wir sind wieder auf der Spain im Orbit von Bajor in unserem eigenen Universum. Wow, das hat aber Rückreisezeit gespart. Ich muss mal eben mit Vedek Krinn ein Wörtchen reden. Greetings. Ich habe das auch nicht bemerkt, dass ich hier war. Aber ich glaube, ich bin eine neue Reiseform entdeckt. So. Dank von zwei Bajors. Auch schön. Ja, er war ein Wechselbalg. Okay. Exoskelett, ne, dann holen wir das. Ah, vielleicht ein Schild. 275 schnelle Regeneration, Schneidenart möglich. Ja, ich glaube, ich nehme das Schild, allerdings nicht für mich, sondern das ist die nächste Aufgabe, die Fabrik, sondern für zum Beispiel Caroline, die hat nämlich nur einen Achter, die kriegt jetzt einen Zehner. Evelyn hat nur einen Achter. James hat sogar bloß einen Sechser gehabt. Der kriegt das jetzt mal. Sie kriegt eine bessere Waffe. James kriegt hier einen Fruchtzwerg. Oh, und von dir wollen wir gar nicht reden, was du hier hast. Okay. Und die Spain kriegt auch etwas, nämlich noch ein paar Batterien dazu. Ist es nicht schön? Wunderbar. Dann haben wir noch zwei Missionen. Die Enttarnung des Maulwurfs. Dafür kriegen wir einen Gefangenen. Congratulations, Admiral. Und die Schwächung der Aktion des Talchia. Und schon sind wir 44. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal, was, wie weit wir... Okay, da brauchen wir noch ein bisschen, aber dann kriegen wir 5% mehr Genauigkeit und es steigert sich weiter. Okay,
Unser nächstes Ziel ist das Devos-System. Dann gehen wir erstmal in den Alpha-Quadranten. Und das beginnen wir dann in der nächsten Folge, sprich morgen. Also, macht's gut!